Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf diesem Bastelwerk. Ja, wir machen weiter und heute kümmern wir uns um das Thema automatische Farm. Und zwar machen wir eine automatische Kürbis- und Pumpkin-Farm. Und dazu... Oh, Mist. Egal, ich benutze es einfach. Man braucht eigentlich nur 8 Farmland und irgendwie sowas um 15 Dirt. 2 Hopper, eine Chest, ein Wassereimer, 4 Pumpkin Seeds, 4 Melon Seeds, 8 Observer, 8 Pistons, 16 Redstone. Und zwar fängt man eigentlich ganz einfach damit an, dass man hier Erde platziert. Und, oh Mist, das geht hier direkt kaputt. Ja, blöd. Man macht einfach das Wasser, platziert dann Erde, so dass es in einer Linie läuft. Und dann macht man zwischendrin immer so ein. Hier machen wir das Ganze aber gespiegelt. Und dann bis hier. Ja, hier kann noch so ein Farmland hin. Und hier kommt ein normaler Dirtblock hin. Genau. Jetzt machen wir erstmal hier eine Linie nach hinten durch. Also machen wir eigentlich 2 Linien nebeneinander, damit wir ein bisschen Platz haben. Das Ganze machen wir auch auf der anderen Seite. Warum? Ich habe eine verdammte Schaufel. So. Dann haben wir das. Dann könnten wir schon anfangen, den Hopper in diese Richtung zu platzieren. Machen es auch hier. Setzen hier nochmal einen Hopper. Und setzen hier eine Kiste. Dann machen wir so. Ah, nicht hier. Oder? Nee, das lassen wir weg. So. Den Grundteil haben wir schon mal fertig. Dann nehmen wir unsere Pistons und packen einen Piston so hin, einen Piston so. Immer da, wo die Erde ist, machen wir den Piston hin. Das machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Und hier muss noch eine Linie hin, die habe ich jetzt vergessen. Fuck. Genau, dann muss ich hier nochmal Farmland hinmachen. Gut, jetzt gehen wir hin und nehmen uns die Observer. Oh Mist, ich habe das kaputt gemacht. Halber wieder mit der Hake. Ne, Observer von der anderen Richtung. Pisten, Observer von hier unten aus. Wir müssen uns hier hinstellen und das einmal durchplatzieren. Dann gehen wir auf die andere Seite und machen das Ganze hier. So. Dann machen wir hier noch was hoch. Das, also das hier außen sind beliebige Blöcke. Die braucht man nicht wirklich. Ich mache jetzt mit Erde. Weil das irgendwie der leichteste zu erreichende Block ist für Anfangsspieler. Irgendwie so, davon gibt es eine Tonne. Oder man kann auch einfach Netherrack benutzen. So, dann nehmen wir Redstone und packen das einmal so und es halt die ganze Reihe und auch über die Blöcke. Dann packen wir das so. Und dann, das war schon alles mit Redstone. Ich erkläre euch mal ganz kurz das System. Wir haben hier unsere Seeds, die kommen da drauf. Dann wächst das, ich habe gerade Random Tick Speed an, deswegen geht das so schnell, damit man das zeigen kann. Und zwar beobachtet der, wenn sich da was verändert,
werden die Pistons ausgefahren und schon werden die Melonen geerntet. So, das Ganze geht auch mit Kürbissen, deswegen habe ich auch Kürbisseeds mitgebracht. Und dann haben wir eine automatische Kürbis- und Melonenfarm. Hier wird nur leider ein bisschen was aufgesammelt. Genau, und so haben wir unsere automatische Farm. Wenn ich jetzt mal auf Slash Game Rule den Random Tick Speed wieder normalisiere, zum Beispiel jetzt mal auf 100, dann geht das jetzt nicht mehr so schnell. Also eigentlich ist es nur so, er beobachtet, wenn sich hier was verändert, wird der Piston ausgefahren. Und wenn die Pflanze ganz ausgewachsen ist, verändert sich hier was in dem Sinne, dass das wächst. Und dann wird das Ganze weggeschoben. Das passiert so schnell, dass man das nicht sieht. Aber einen Fehler habe ich noch gemacht. Das passiert aber im Fernsehbusiness, weil man immer so aufgeregt ist. So. Und zwar muss man das so machen, dann kommt der Hopper erst bei den letzten zwei hin. Also eigentlich kannst du es hier platzieren und einfach hier schon die Kiste, wenn du wenig Eisen hast. Der eine Hopper ist eigentlich unnötig. Weil wenn du kommst, zack, haben wir drei Kürbisse drin. Wenn ich hier jetzt nach ganz hinten gehen würde. Oh Mann, ich habe meine Felder schon wieder kaputt gemacht. Schon wieder kaputt gemacht. Ach, egal. Also wenn ich jetzt mal nach hinten gehe und jetzt zum Beispiel die Melonenstücke, also die Melonenscheiben reinwerfe oder alles, was ich so generell habe, dann kommt das hier vorne an und wird aufgesammelt, Stück für Stück. Das ist jetzt nur gerade voll, weil halt der Random Tick Speed ziemlich viel macht. Aber ansonsten ist das... Das gesamte System ist ziemlich simpel und extrem einfach zu bauen. Man braucht nicht extrem viel dafür. Das kostet nicht so viel Ressourcen technisch. Und damit würde ich auch sagen, das ist das Ende der Show. Wir haben unsere Melonenfarm hinter uns jetzt. Und auf der einen Seite sind halt Kürbisse und Melonen. Ihr könnt beidseitig Melonen machen, egal was ihr nehmt, aber eins von beiden geht halt bei der Farm nur. Und ich würde dann mal sagen, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge in unserer Show. Und dann cheerio, ciao, wow!